So, ich sage also nichts Konkretes zu Erdogan und Putin und Trump und dem ganzen Quatsch. Aha. Haben Sie dazu irgendwas gehört von der Olympiade zum Beispiel? Und das sind Weltorganisatoren, nicht? Vielleicht hilft Ihnen ja die Satire weiter. Die haben auch nichts Konkretes. Ja gut, Sie sprechen es wenigstens aus. Also in diesem Sinne eröffne ich hiermit die 132. Matthias Richtling-Show mit, mit Matthias Richtling. Ja. Frau Merkel, und was wir an Konkretem haben, das sprechen wir auch aus. Ich war in der Matthias Richtling Show. Guten Abend dazu und herzlich willkommen. Und ich will gleich sagen, damit sind wir natürlich politisch sehr unpolitisch. Doch, denn was immer Sie an Einschätzung bekommen zu Erdogan, zur Burka, zu Trump oder zum Brexit, wenn Sie zwei verschiedenen Ministerien nehmen, kriegen Sie so viele Ansichten präsentiert, dass immer alle zufrieden sein können. Trump und Clinton, Erdogan und Gülen, die Engländer und die Europäer. Obwohl ja Bundespräsident Gauck der Kanzlerin recht gegeben hat, wenn sie sagt, wir schaffen das. Ja, aber das sagt ja nichts, nicht? Wer ist wir und was ist was? Nicht? Und wer schafft da was? Frau Merkel und ihre Minister? Frau Merkel und ihre Putzfrauen, schafft Frau Merkel uns, das sagt sie nicht, nicht wahr? Das sagt sie nicht, nicht? Und was Politiker alle sonst noch nicht sagen, das sagen uns unsere heutigen Gäste nicht, nämlich die nichtssagenden Herren Putin und Erdogan, Strobel und Kretschmann und Steinmeier, der ja gerade hinsichtlich seiner eigenen Präsidentschaftskandidatur, aber auch hinsichtlich des Innenministeriums oder zur Burka oder zu Erdogan in seinen Aussagen oft sehr verschleiert ist. Nein, das ist doch gar... Hören Sie, das stimmt doch gar... Entschuldigen Sie, bitte. Hier, Steinmeier, ja, hallo? Nein, ja, nein, 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 ja. Ja, nein, das ist... Nein, das haben Sie falsch verstanden. Nein, das ist... Die SPD ist gegen ein Burka-Verbot. Na, weil Burkas Vollverschleierung sind und werden sie verboten, dann müssen wir auch Faschingskostüme und Masken verbieten. Muslime sind eben dauernd im Fasching. Nein, das... Ja, nein, nein, das hat auch mit Religionsfreiheit zu tun. Ja, dann gehen Sie mal nach Köln oder Düsseldorf oder Mainz, da werden Sie erleben, dass dort Fasching Religion ist. Das ist doch gar nicht... Entschuldigung, bleiben Sie am Apparat, ich bin gleich... Moment, bitte. Steinmeier? Ja? Nein, das habe ich gerade erklärt. Nicht Ihnen. Bleiben Sie. Ach so, Sie sehen. Bleiben Sie am Apparat. Hören Sie. Die SPD ist nicht gegen ein Burka-Verbot aus Eigennutz. Ich weiß, die Stimmung in der SPD nach den Landtagswahlen ist mies, aber das hat nichts mit den Burkas zu tun. Nein, die Ergebnisse für die SPD und der Hohn der Wähler sind kein Grund für die SPD, sich ganz Körper zu verhüllen. Nein, auf Wiederhören. Ja, klein Moment, Steinmeier? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, die SPD ist 153 Jahre alt. Wir sind für die Gleichstellung der Frau, ja. Nein, wir haben nicht gesagt, mit was sie gleichgestellt werden soll. Hallo? Moment bitte. Steinmeier? Ja, also hören Sie, das ist richtig. Die SPD ist für Bildung, ja, wir sind auch für Bankenregulierung und für gegen Altersarmut und Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit. Das ist das Programm der SPD, da haben Sie recht. Das werde ich auch gleich erklären in der Matthias Richtling-Show. Nein, das Programm der SPD ist überhaupt nicht gefälscht. Gefälscht war nur die Biografie von Frau Hinz. Hallo? Entschuldigung, passen Sie auf. Steinmeier? Ja. Nein, Sie haben sich verwählt. Hören Sie, das Fälschen von Biografien ist nicht Grundbedingung für eine Mitgliedschaft in der SPD. Nein, das war auch nicht gefälscht in meiner Biografie. Entschuldigen Sie, ich bin Bundesaußenminister. Moment, ich muss jetzt. Nein, ich kann jetzt nicht. Ich bin hier. Entschuldigen Sie. Ja, hören Sie.
Das ist doch überhaupt Moment. Und da ist er schon, meine Damen und Herren, aus der Bürgernähe am Telefon auf den Präsentierteller der Matthias Richling Show, der potenzielle Nachfolger des Bundespräsidenten oder der Bundeskanzlerin oder von sich selber, Frank-Walter Steinmeier. Hallo. Guten Tag, bitte nehmen Sie, hier, bitte kein Sie Empfang. Platz nehmen, wenn Sie hier Platz nehmen wollen. Bitte schön. Ja, guten Abend, Herr Steinmeier, guten Abend. Ja, ja, ich denke, darauf können wir uns einigen. Merkt Sie, guten Abend. Vorsichtig geworden. Weil Sie immer angegriffen werden, wegen Ihrer deutlichen Worte werden Sie immer angegriffen, sind Sie so vorsichtig. Nun, ich denke, guten Abend ist undeutlich genug. Ah, doch, also die Kritik wirkt, das sieht man ja. Sie haben ja Trump zum Beispiel bezeichnet als Hassprediger. Also mit solchen Ansichten lässt sich ja schwer Bundespräsident werden, wenn Sie es denn... Ich hoffe, dass dieser Kelch leer ist, wenn er an mir vorübergeht. Ich habe nicht verstanden. Man soll das Bad nicht ausschütten, wenn das Kind ertrunken ist. Ich habe es nicht verstanden. Die Debatte ist für mich beendet. Aha. Zumal es noch andere Kandidaten gibt. Ah, wen denn? Ihren Herrn Kretschmann zum Beispiel? Meinen oder den echten? Obwohl, der ist ja schon Präsident der baden-württembergischen CDU. Sehr verehrte Mitbürgerinnen und Moment. Ach, so geht's natürlich nicht. Weißt du, was hab ich denn? Dass Sie also da munter die Leute begrüßen, noch bevor's ich tue, wie wenn sie's wären. Ja, aber ich bin doch neben Ihnen. Ja, eben neben mir. Gell? Und wenn der Herr Erdogan sich mal durchsetzt mit seiner Einmischung in bundesdeutsche Politik, da können Sie von mir noch einmal eine Sondergenehmigung brauchen, damit Sie nicht nach all dem türkischen Eheleutebrauch 10 Schritte hinter mir gehen müssen. Jetzt hätte ich es fast ernst genommen. Darf ich jetzt? Ja, selbstverständlich. Also, liebe... Liebe fassungslose Mitbürger. Wie bekannt ist, hat ja der Herr Joachim Gauck neulich in großer überparteilicher bundespräsidialer Weisheit der Frau Bundeskanzlerin Recht gegeben in ihrer Flüchtlingspolitik. Und wie Ihnen auch bekannt ist, habe ich dasselbe bereits ja selbst vor Monaten auch mehrfach getan. Weshalb also sofort die logische Schlussfolgerung aufgekommen ist, ich möge dem Herrn Gauck im Amte folgen, weil ich eben fürs Bundespräsidialamt die gleiche Voraussetzung mitbringe wie er, der Bundeskanzlerin Recht zu geben. Wenn ich da vielleicht... Noch lange nicht. Bitte. Natürlich hat dieses breite, natürliche Begehren nach mir als Staatsoberhaupt auch zu tun mit dem Gewinn von unerwarteten Millionen von Wählerstimmen bei der Landtagswahl im März 2016 in Baden-Württemberg. Das war für uns schon ein großer... Was? Batzen. Ja, gut also. Natürlich wollte ich diesen Gewinn an Wählerstimmen nicht wie jeder Lottomillionär sinnlos selbst verbrassen. Ich wollte etwas abgeben davon. Dankeschön. Und zwar habe ich also meinen Gewinn geteilt mit der CDU und ihrer Spitze... Den Herrn Strobel. Ach, Sie sind das. Ja. Drum, ja, weil ich Sie halt auch nie angucke. Dann sind Sie doch derjenige, der bei mir gerade diesen 100 Tage Schnupperkurs Regierung absolviert. Ach so? Also, dann wollen wir jetzt mal testen, ob Sie für die nächsten 5 Jahre Regierung geeignet sind. Ja, ich bin bereit. Also beantworten Sie mir bitte folgende Frage. Ja, ich bin bereit. Wir erleben in der Türkei also Putschversuch und Kungeln mit Russland. Wird sich Herr Erdogan halten können? Also, das ist eine Frage, die wir nicht beantworten können, solange er im Amt ist. Ja, das war ja Ihre Prüfungsfrage. Ja, also ich denke, die Frage ist, ob er sich wird halten können. Ja, das wollte ich ja genau von Ihnen wissen. Das ist eine Frage, die sich gar nicht stellt, solange er sich hält. Die Frage ist ganz einfach, wird er sich halten? Könnte ich doch nicht so schwierig. Also ich denke, das muss ich ehrlich sagen, da bin ich mir mit allen demokratischen Regierungen einig, die für Freiheit und Meinung sind. Das ist eine gute Frage. Also, Herr... Strobel. Ah, richtig. Herr Strobel, herzlichen Glückwunsch. Sie haben in kurzer Zeit gut gelernt, was eine hohe Beantwortungskunst von Politikern ausmacht.
Die hohe Beantwortungskunst, Herr Steinmeier, haben ja viele Ihrer Kollegen zur Präzision gebracht. Na? Nun, ich kann nicht leugnen, dass ich das nicht leugnen kann, auch wenn ich mich bemühe, diese Fähigkeit in der Praxis zu verleugnen. Ja, das haben wir ja gesehen. Sie haben ja zum Beispiel Herrn Trump bezeichnet als Hassprediger, aber man fragt sich, warum nicht Herrn Erdogan? Herr Trump ist Volksverhetzer noch ohne Funktion. Bei Herrn Erdogan wäre es eine Einmischung in die inneren Angelegenheiten der Türkei. Ja, aber bitte, Erdogan mischt sich ja auch dauernd ein in die inneren Angelegenheiten von Deutschland. Da fühlt er sich eben animiert von der Bundeskanzlerin. Ja. Frau Merkel mischt sich ja ebenso ein in die inneren Angelegenheiten von Deutschland. Hä? Geehrte Freunde von Freiheit und Demokratie, sehr geehrte Freunde von Neue Türkei, da bin ich sehr froh, dass ich bin glücklich, dass ich darf ich mich herzlich begrüßen zu sein in die Kreise von die große Vorbild von Rechtsstaatlichkeit und Liberalsein bei die größte Freund auf die Welt von Türkei, Präsident Wladimir Putin. Und da hat der Herr Putin sich großzügig entschuldigt, für das wir von Türkei haben müssen abschießen, seine russische Jagdbomber in Syrien in letztes Jahr. Aber da bin ich Ihnen entgegengekommen und habe ich angenommen, Entschuldigung von Wladimir Putin, weil ich habe erkannt, Entschuldigung, das ist für Katastrophe. Und Katastrophe ist gut für Versöhnung. Und Versöhnung ist gut für Einheit. Und Einheit, das ist gut für Kampf gegen Feind. Und dieser Feind, das ist Deutschland-Europa. Weil dieses Deutschland-Europa, das wollen sie abschaffen, Beziehung zu Türkei. Weil wir wollen, haben Todesstrafe für Verbrecher, die mit Putsch abschaffen wollen, Demokratie und Freiheit in Türkei. Ah, aber da sage ich, da wollen diese Deutschland wollen wahrscheinlich auch abschaffen Beziehungen zu Amerika und zu China, zu Japan, zu Brasilien, zu Thailand. Weil da ist auch überall Todesstrafe, 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 Todesstrafe. Da wahrscheinlich, wir sind noch zu human. Da sollen wir wahrscheinlich auch haben eine Guantanamo mit Folter und öffentliche Auspeitschen und Steinigung öffentlich, dass wir würdig sind für eine Beziehung mit Deutschland und Europa. Nicht so deutlich, nicht so deutlich. Und da sage ich, das ist wahrscheinlich die Neid von die Deutschland, weil die dürfen haben keine Todesstrafe, weil haben ihre Kapazität von Todesstrafe haben sie ausgeschöpft im Dritten Reich. Da, wenn sie machen heute Todesstrafe, da kommt sofort Last von Geschichte und Ritter auf Schulter. Und deswegen, sie hassen alle, die haben nicht ihre deutsche Geschichte und die können frei und ungezwungen, können sie machen Todesstrafe. Ich würde auch gerne einmal... Ich auch, da will ich auch Todesstrafe. Und viele Deutsche wollen auch Todesstrafe. AfD, Pegida, da wollen alle Todesstrafe. Und deswegen, ich sage, wenn Sie frei sein wollen von deutscher Geschichte, da kommen Sie zu uns. Da fliehen Sie nach Türkei. Hier in Türkei, da können Sie ausleben Ihre deutsche alte Geschichte. Kommen Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe selber meinen Ausführungen nichts hinzuzufügen. Und wenn das Monster Trump aus der Geisterbahn Amerika doch noch gewinnt, dann haben wir mit Putin und Erdogan ein Bermuda-Dreieck, in dem Europa niemand mehr findet, wenn wir darin untergehen. Oh, drastisch formuliert, Herr Steinmeier. Haben Sie denn diese Formulierung auch abgestimmt mit der Bundeskanzlerin? Das habe ich. Oh. Aber ist Ihre Antwort, wurde mir Ihre Meinung nicht klar. Ach so, na, dann können wir Sie ja mal fragen, wenn Sie... vielleicht eine Schalte zu ihr bekommen. Wir können es ja mal versuchen. Bleiben Sie sitzen. Wir machen. Ah, Frau Merkel. Das ist sehr schön, dass Sie zugeschaltet sind, Frau Merkel. Guten Abend, Frau Merkel, bitte. Ach ja, du? Ja, hier, Frau Merkel. Sie, wir wollen gerade klären, Putin und Erdogan haben sich versöhnt und demonstrieren Brüderlichkeit. Was fällt Ihnen dazu ein? Wir alle stehen noch unter dem Eindruck der Bilder, als in München 9 Menschen, die am Abend noch schnell was essen wollten, getroffen wurden von den Kugeln eines einzelnen Toten. Die Sicherheitsbehörden haben uns sogleich über den Stand der Ermittlungen informiert. Danach handelte es sich in München um 9 Menschen, die am Abend noch schnell was essen wollten und getroffen wurden von den Kugeln eines einzelnen
Toten und... Frau Merkel, meine Frage ging nach dem Zusammenkugeln, von Putin und Erdogan. Ja, und nicht nach die Zusammenarbeit mit dem Täter war von Beginn an eng und nahtlos. Unsere Gedanken und Glückwünsche sind bei den Opfern, vor allem bei denen, die zu Tode gekommen sind. So wird das nichts, Frau Merkel. Das ist ja alles furchtbar. Aber ich war interessiert an Ihrer Meinung zu Putin und Erdogan. Nicht München? Nein, Erdogan und Putin. Erdogan und München vielleicht? Nein, Erdogan und Putin, bitte. Also von mir... Ja, also da habe ich auch was. Ach so, da ist ja, ja, also das alles ist umso schwerer zu ertragen, als wir so viele Schreckensnachrichten in wenigen Tagen hinnehmen mussten. Und das ist ja wieder aus der Trauerkonferenz von München, Frau Merkel. Also wenn wir ein paar Monate Geduld haben, passt das alles auch genau auf die künftigen Opfer von Herrn Erdogan. Auf jeden Fall gab es also nicht nur München, sondern eben auch den Anschlag von Nizza, wo 86 Menschen nicht überlebten. Das war furchtbar. Und es gab eben den Putschversuch in der Türkei, wo das Militär Gewalt anwandte und Herr Erdogan überlebte. Das war furchtbar. Und das sind doch keine Stellungnahmen zu Erdogan und Putin, bitte. Ja, also das Manuskript gibt ihm nicht mehr her. Aber das war das Ereignis der letzten Wochen. Da hat doch jeder davon gesprochen. Ja, da steht nichts. Haben Sie denn keine persönliche Meinung dazu? Also, wenn es hier nicht notiert ist. Ja, dann. Vielen Dank erstmal, Frau Merkel, für den Moment. Und wahrscheinlich gibt dann doch die Pressekonferenz von Putin und Erdogan genug her. Muss wohl. Da ist da wollte ich sagen... Moment, einmal schweigen Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf nach stundenlangen Ausruhen auch einmal begrüßen die neue Vasall von der Russischen Föderation, Herrn Recep Erdogan. Wie wir alle wissen, da hat Herr Erdogan abgeschossen ein russisches Flugzeug. No, er hat sich dafür entschuldigt. Und hat entgegengenommen seine Strafe, weniger Touristen, weniger Tomaten. Jetzt ist er nach Petersburg gekommen. Nach meinem alten Prinzip von Julius Caesar, da gibst du dem Gnade, der sich wendet gegen dich, und er wird dir kissen die Füße. Wenn wir vielleicht könnten finden eine andere Kerlpartei, schweigen Sie. Nach seinem Putschversuch, den hat Herr Erdogan gekonnt in Szene gesetzt in seine Türkei. Da hat er schon sehr viel gelernt von unserem Russland. Zu retten die Freiheit, in der wir frei die einsperren, die gegen uns sind und andere Meinung haben. Und da bin ich sehr glücklich. Naja, da bewahren Sie sich das. Mit dieser neuen Begegnung, diese tiefe, herzzerreißende Freundschaft, das haben wir aufgebaut, die Freundschaft, die wir haben aufgebaut. Naja, mit diesem Treffen, da soll gestartet werden eine neue Annäherung von Türkei an russische Demokratie, die nicht verweichlicht ist. Andersdenkende und anders schreibende Journalisten, Oppositionelle nicht lange über lange Jahre mit viel Geld und Kraft einzusperren in Gefängnisse, sondern mitten in Leben, auf offene Straße, mit gezielter Schuss, sie zu befreien von diesem elenden Leben. Oder ihnen mit Plutonium in Ausland zu geben Gelegenheit, lange Monate Abschied zu nehmen von Familie. Ich werde es mir notieren, das werde ich mir notieren. Und so wie hat schon wir ein Luftabwehrsystem aufgebaut in Krim, so hat auch Herr Erdogan in seiner Türkei in Ankara aufgebaut ein Gedankenabwehrsystem, weil da hat er schon viel gelernt von uns, dass Demokratie geht immer daneben, wenn sie ausgeht von Volk. Das Volk hat keine Ahnung von sich. Genau, und da sage ich an Deutschland, da sage ich, da ist völlig sinnlos zu haben, keine Todesstrafe. Weil Deutschland hat keine Todesstrafe und da haben Deutschland vielleicht weniger Verbrecher und weniger Putschisten wie AfD Pegida. Da keine Todesstrafe, da bringt überhaupt gar nichts. Todesstrafe, da sage ich, bringt überhaupt gar nichts zu haben. Das haben wir alle schon durchgesprochen. Und mit dieser neuen Annäherung, da wollen wir schaffen eine Einheit in den Gegensätzen,
Wir in Russland, wir unterstützen Herrn Assad in Syrien. Da Herr Erdogan unterstützt Gegner von Assad, da werden wir schicken an Herrn Erdogan wieder etwas weniger Touristen, etwas weniger Tomaten und etwas sehr viel mehr Waffen an Kurden. Da werden wir sehen, inwieweit Herr Erdogan aufgeht in Einheit mit uns. In was hat begonnen mit diesem Treffen in Petersburg, in diesem mit Herrn Erdogan groß angelegte binationale Tierversuch. Weltpolitik also als Tierversuch, Herr Steinmeier, zumal ja auch Erdogan selber viele Oppositionelle hält in Käfigen und Liegebatterien. Trotzdem will er damit bis 2023 in die EU. Gibt es dann wieder zu den Verträgen Nebenabsprachen und Gemauschel? Oder wie soll man sich das vorstellen? Nun, die Verträge platzen ja gerade und Mauscheleien und Nebenabsprachen gibt es nur zu seriösen Verträgen. Sie meinen wie dem seriösen Koalitionsvertrag zwischen Schwarz und Grün, zwischen Grün und Schwarz in Baden-Württemberg. Sehr verehrte Mitbürgerinnen. Ja, Moment, also Moment, haben Sie es immer noch nicht gelernt, dass ich zuerst die Leute begrüße? Ja, aber ich habe doch auch einiges geleistet. Wann denn? In den letzten 100 Tagen unserer gemeinsamen Landesregierung. Ach so. Erzählen Sie mir mehr davon. Ja, gut, also. Ja, also das war schon mal mein Satz. Gibt's sonst noch was? Ja, ich habe ein Antiterrorpaket geschnürt für 4,6 Millionen. Ja, also da wissen Sie aber ganz genau, dass das ja unseren Haushaltsvorbehalt sprengt. Und der lautet? Der lautet, wenn kein Geld da ist, dann gibt es eben auch kein Antiterrorgesetz. So. Ja, aber wir haben ja... Was? Im Koalitionsvertrag... Ja, genau das ausgemacht. Haben wir aber auch Nebenabsprachen, dass wir über den offiziellen Koalitionsvertrag doch uns nicht dran halten, wenn sich die Gelegenheit ergibt. Ja, wenn Sie es laut rausposaunen, dann weiß es bald jeder. Dann sagt das Volk wieder mir mauscheln. Das weiß das Volk doch sowieso. Ja, von Ihnen vielleicht. Von der CDU weiß das Volk seit Jahrzehnten, dass sie mauscheln bei Parteispinnen und schwarzen Konten und so weiter und so weiter. Aber ich habe ja immer gekämpft für politische Sauberkeit und Transparenz. Ich bin doch jetzt unglaubwürdig. Ach, Sie nicht? Ach so, also diese hohe Staatspsychologie habe ich leider nicht zu Ende gedacht. Streichen Sie das Wort gedacht. Also dann tut es mir leid, dass ich da in der Öffentlichkeit eine Distanz habe deutlich werden lassen. Das auch noch? Ja. Distanz zu mir? Zu den Grünen halt. Ach so, dann ist ja alles in Ordnung. Die Grünen haben ja mit mir nichts zu tun. Wie Hannah Arendt. Kraftvoll sagt. Herr Steinmeier, zurück zum Thema, zurück zum Stichwort. Keiner hat mit was zu tun. Das Innenministerium hat ja neulich erklärt, dass Erdogan die islamistischen Terroristen unterstützt. Das kann für uns ja sehr gesundheitsschädlich werden. Ihr Außenministerium distanziert sich jetzt nicht von Erdogan, sondern vom Innenministerium. Sagen Sie, ist das Innenministerium gefährlicher als Erdogan? Erdogan muss NATO-Partner bleiben. Und da muss einfach nach Joachim Gauck differenziert abgewogen werden, ob die Schäden durch den IS größer sind als durch einen ausbleibenden Handel mit Herrn Erdogan. Ja, aber also bitte. Ich bitte Sie, wir wissen doch alle, dass gerade der Waffenhandel in Krisengebieten, Panzer nach Saudi-Arabien, Giftgas nach Syrien, den Deutschen einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung verschafft hat. Aber Herr Erdogan kann durchaus eine Synapse sein für einen weiteren wirtschaftlichen Aufschwung. Durch den Handel mit dem IS. Das hat Amerika am Anfang mit Gaddafi und Bin Laden auch getan. Wir müssen nur daraus lernen und den IS nach Waffenlieferung, vor Waffeneinsatz unschädlich machen. Herr Steinmeier, vielen Dank für Ihren Besuch.
von dem ich mich übrigens distanziere. Oh, das, ja, ist in Ordnung. Da fragen wir noch mal Frau Merkel, wenn sie denn zugeschaltet werden könnte. Das ist wunderbar. Da sind Sie ja noch einmal, Frau Bundeskanzlerin. Darf ich Sie noch mal fragen? In einem geheimen Papier hat das Innenministerium Erdogan neulich eingestuft als Unterstützer islamistischer Terroristen. Nee. Natürlich. Und dann hat das Außenministerium sich distanziert davon. Und Ihr Sprecher Seibert hat hinausposaunt, Herr Erdogan ist also Partner im Kampf gegen den Terror. Inzwischen weiß jeder, dass Erdogan den Terror unterstützt und selber Terror macht nach dem Putsch. Nee. Natürlich. Das darf ich aber nicht wissen. Wieso? Weil Sie dann Antworten von mir erwarten, die ich nicht geben soll. Wieso? Weil Herr Erdogan dann wieder beleidigt ist. Ach, so ist der deutsche Wähler beleidigt. Ja, das ist aber nicht so gefährlich, als wenn Herr Erdogan beleidigt wäre. Ah, Sie stufen also Erdogan doch ein als gefährlich. Ja, naja. Das darf er aber nicht wissen. Wieso denn nicht? Weil wir dann was dagegen machen müssten. Ja und? Das kostet wieder Kraft, Geld, Waffen, eventuell Krieg und Menschenleben. Reicht das? Ja, ja, haben Sie es mal mit Diplomatie versucht? Die kennt Herr Erdogan ja nicht. Aber warum wollen Sie denn davon nichts wissen? Weil Herr Erdogan dann immer sagen könnte, wir haben alles gewusst, was er gemacht hat, aber nichts dagegen gemacht. Also wären wir einverstanden mit dem gewesen, was er gemacht hat. Ja, und das heißt? Sobald Herr Erdogan weiß, dass wir wissen, dass er ein Verbrecher ist und nichts dagegen machen, werden wir zu Mitläufer. Da haben wir dieselbe Geschichte an der Backe wie nach dem Dritten Reich. Millionen von Deutschen wussten ganz genau, was sie nicht gewusst haben. Sonst hätten ja viel mehr im Knast gesessen. Also wir können nicht handeln, also dürfen wir auch nichts wissen. Gerade ist wieder ein Prozess zu Ende gegangen gegen einen KZ-Aufseher mit Gefängnisstrafe am Ende nach 70 Jahren. Ja, glauben Sie, ich habe in 70 Jahren Lust, mal verurteilt zu werden zu 10 Jahren Knast, nur weil ich nichts gemacht habe gegen den Terror von Herrn Erdogan, der den Terror des IS unterstützt, obwohl ich davon wusste? Nee, vielen Dank. Es ist nicht wichtig, was ich sage. Wichtig ist, was ich nicht sage. Und ich sage ja nicht, dass Herr Erdogan kein Terrorist ist. Aber Frau Merkel? Nee. Frau Merkel? Frau Merkel? Wer hätte gedacht, dass es so einfach ist, unschuldig zu sein? Guten Abend.